Yo, moin Leute, Genui und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together von der Ringe Online mit dem lieben Grammwold weiß nix. Und dem Ottwar Splitterfell hier vor der einsamen Herberge. In den einsamen. Nein. Wie heißt das? Verlorene Herberge? Verlassene Herberge. Verlassene. Ich hätte es nur ablesen müssen. Ja. Ja, genau. Okay. Ja, wir haben uns entschieden, heute erstmal mit dem Prolog weiter, mit dem Buch weiterzumachen. Das heißt, wir müssen nach Khandaith. Jetzt. Ja. Genau. Und ja, sollen wir los? Weiß nicht. Aber ich spiele noch ein bisschen mit deinem Namen gerade hier so, wenn ich den so durch meinen Hut durchschiebe. Aber lassen wir das. Da stand ein Scharfrichter des Bö. Das fand ich lustig. Aber egal. So. Okay, Na ja. gut. Scharfrichter des Dann Bö. Dann müsste wollen eigentlich wir mal. Scharfrichter der Bö heißen. Der Bö. Die Der Böe. Böhr. Die Böhr. Windböe. Ja, also wir haben jetzt noch mehrere Aufgaben offen. Wir haben noch meinen Bruder Hunulf und meinen Stellvertreter. Das ist alles in Minas Eriol. Hier. Allerdings wollten wir jetzt erstmal Khandaith fertig machen und dann, sobald wir zur Feste Gurhoth müssen, Müffen? dann nach. Ja, müssen. Müffen? Also erst für Kanwaif und dann Ja. müffen wir für Guruf. Sobald wir die Aufgaben da souverän erledigt haben. Ja, genau. Richtig. Der wartet übrigens auch schon auf uns. Ja, schon Habe ich längere gehört. Zeit. Ja, er hat wahrscheinlich schon Bart. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also. Ja, das Lager habt ihr ja schon beim letzten Mal gesehen. Von den fünf derzeitigen Gefährten. Ja, das Lager, wo die mal waren. Das Lagerfeuer unten bei dem Wasserfall. Ihr erinnert euch. Richtig. Und diesmal reiten wir jetzt die Wetterspitze hoch. Ganz hoch müssen wir heute auch noch wahrscheinlich. Hast du das echt heute vor? Was Ja, denn? ich habe meine langen Unterhosen nicht an, deswegen frage ich. Schön zu wissen, dass du dich ja. da immer so drauf vorbereitest. Ja, gell? Es heißt doch Wetterspitze, wenn es aber schlechtes Wetter gibt. Ja, aber bisher ist doch gut. Es ist klare Nacht. Sternzeichen voraus. Ist doch alles gut. Noch. Ja, noch. Rhabarberstengel. Könnte ich eigentlich mal. Warum verfolgt mich der Plünderer der Weißen Hand jetzt? Ich habe gar nichts Ich gemacht. wollte gerade sagen, dass du mal wieder jeden Feind hier mitziehst. Ja, nee, ich. Jetzt. Ja. Ja, das Schwein läuft dir hinterher. Nö. Lauf ihm hinterher, hopp. Es hat Er nur scharrt schon gedroht. mit den Hufen. Ja. Und deswegen bin ich auch an dem vorbeigeritten und nicht an den Plünderer, der gerade noch vor uns Nee. stand. Ja, ihr seht ja, wer der Profi ist. Hier. Genau. So, Khandaith, alter Junge. Und hat ein Bart? Lass mal gucken. Nee, ich glaube nicht. Nee, hat er Nee. nicht. Na Hat er gut. nicht. So, Taugt Kalaith. nicht. Was Was gönne geht? ich dir? Buch Was 2, kann ich für euch Vorworthilfe für tun? den Orden. Ja, magst du mal vorlesen, damit die Leute auch wissen, worum es geht? Ja, ist da nicht viel. Radagast der Braune? Ich habe ihn nicht gesehen und weiß nicht, wo er sich aufhält, aber kürzlich ist ein kalter Schatten in dieses Land gekommen. Genau, die Aufgabe heißt jetzt Aufstieg der Orks, Kapitel 1. Und da sollen wir Orks töten. Warum sollen wir Orks töten? Er muss die Haupttruppe der Orks aufspüren, damit wir herausfinden, was denn so vor sich geht. Genau, weil er nämlich keinen Bock drauf hat und Genau. sich um andere Dinge kümmern muss. Also wir machen im Prinzip wieder so Arbeit, nichtsnutzige Arbeit. Richtig, aber im Gegenzug sucht er für uns nach Radagast. Was ein Glück. Na, hoffen wir Wie mal, dass er das geht's wirklich dieser? macht. Die kreisenden Augen des Feindes nehmen wir auch gleich mit. Krebänaugen. Gott. Die sind immer gut Genau. zu töten. Ja, ich habe noch zwei Geschenke, ja. Fast was Falsches gesagt. Ja, wir haben ja schon beim letzten Mal ziemlich viele Orks getötet. Wenn man Aber es so nicht will. genug. Ja, nicht genug. Außerdem eine neue Serie ist gestartet, ne? Ja, Morgen geht's. GTA gewaltfrei. Meinst du? Mhm. Ja, genau. Habe ich gemacht, richtig? Morgen geht's ja nochmal neu weiter. Ja, morgen geht es ja mit Guild Wars 2 los. Da bin ich mal gespannt. Weißt du noch gar nicht, ob das losgeht. Wir wollen ja morgen nur Testaufnahmen machen. Ach Und wenn wir so. uns nicht vertragen miteinander, der gute Kryo und ich, dann ist das schon wieder durch, das Thema. Ja, klar. Wollen wir mal sehen. Weil wir sind Ja, ja beide müsst ihr doch, ihr seid erwachsen. doch. Ja, Ja. ich wollte gerade sagen, ihr seid doch im gleichen Alter. Wie jetzt? Der ist bestimmt 10 Jahre älter als ich. Ich bin 25.
Ach so, Ah, kommt kein okay. Einwand mehr von dir. Alles klar. Gut, dann nehme ich das jetzt einfach so hin. Also mein Schweigen hatte darauf hingedeutet, dass er doch nicht älter, jünger ist. Ist er nicht. Wir sind tatsächlich im gleichen Alter, so um die 40. Aber du weißt nicht, wie genau? Nee, aber es ist ja dann zusammengezählt schon ein Greisen-Let's Play. Ist auch schon witzig. Ja. Boah. Ja, mal sehen. Wir haben ja schon zusammengespielt, so ist das nicht. Die Folgen muss ich auch mal verlinken bei mir im Kanal. Da habe ich im Löwenstein gezeigt, gibt es 3 Folgen dazu. Genau. Es war ganz lustig. Und jetzt spielen wir bei 1 bis 80. Also Ja, da richtig von Grund auf. bin ich mal gespannt drauf, welche Klassen, welche Rasse ihr spielen Ja, werdet. ich auch. Ach, wisst ihr das noch nicht? Ich habe keine Ahnung, was er sich da aussucht. Vielleicht spielt er wieder ein Elementarmagier. Muss man mal sehen. Ich passe mich ihm noch ein bisschen an, damit wir Okay. da nicht so getrennte Geschichten voneinander haben. Das wäre Ja, ein klar. bisschen blöd dann. Ja. Ja gut, das ist dann letzten Endes hinterher. Also ihr werdet auf jeden Fall, es steht schon fest, dass ihr auf jeden Fall dieselbe Rasse spielen werdet. Nö, das weiß ich, aber er weiß noch gar nichts. Ach so, ja, das ist doch mal Das werde ich ihm schon morgen mal alles etwas. präsentieren, was ich mir da schon Gedanken gemacht habe. Ja, ich denke mal, ja, du bist ja nicht der Einzige, der sich schon Gedanken gemacht hat. Also. Ja, mal sehen. Weiß nicht, wie ernst er das nimmt. Er hat es gestern noch mal 2 Stunden verschoben. Also, pff. Mal gucken, ob er das genauso ernst nimmt wie ich. Er wollte ursprünglich ja sein eigenes Let's Play abbrechen. Na, das war ganz witzig. Okay. Offensichtlich hat er seine Account-Daten nicht mehr gehabt und dann wollte er die anfordern nochmal. Dafür brauchte er aber die ursprüngliche E-Mail, die er Und die damals hat er auch bekommen nicht hat, mehr. weil er digital gekauft hat. Den hat er auch nicht mehr gehabt. Und dann konnte er dann Ja. seinen Account nicht wiederherstellen und dann hat er gesagt: Ja, ich kann das nicht mehr starten, aber ist auch ganz gut so, weil ich kann damit eh nicht zurecht. Toll. Und dann Ja, habe ich gut, ihm das halt ist. angeboten, wenn er damit nicht zurechtkommt, na gut, dann helfe ich ihm gerne. Ja. Ja, und dann hat er sich ein bisschen Zeit gelassen und jetzt hat er dann gemeint: Ja, können wir ganz gerne mal machen. Ja. Ja. So ist das. So entwickelt sich das Ganze. Ich habe ich eigentlich einen neuen Dings hier, einen neuen Begleiter? Charakterrahmen? Ja, 5 Jahresrahmen. Hahaha. Ach so, ich wollte gerade sagen, du hast den noch nicht Genau. geändert. Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich das geändert. Echt? Bei Geil, mir? mit Gold drin. Bei mir noch nicht. Bei mir hast du, Cool. also wenn ich dich auswähle schon, aber oben rechts an der Gruppe noch nicht. Ja, Pech gehabt. Das reicht, wenn ich das sehe. Ich könnte ja meinen auch jetzt ändern, Ja, aber. genau, deswegen lässt er mich hier mit den 3 Orks alleine. Hier ist übrigens noch der Bote, den wir gleich noch brauchen. Den könnten Ja, wir auch töte ihn leben jetzt schon lassen. mal. Sehr gut. Okay, die Ja, hauen doch ein bisschen kräftiger zu, als ich dachte. dann storche ich es auch noch nicht da, Ja, ne? hättest du mir auch mal sagen können, dass ich einen Kundigen spiele, der auch ein Tier dabei hat. Mann, 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 Mann. Alles muss man selber machen hier. Kennst das doch? Wo sind hier ein paar? Ach, da ist einer. Okay. Ein Kräbein-Auge habe ich schon. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ach, Jetzt das ist ein Ork zwei. droppt. Der so ein Ja. künstliches Auge gehabt. Der ist ja lustig. Okay. Nee, ich hab, weiß ich nicht, habe ich eins? 2 habe ich. Dann sind wir auf demselben Stand. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Ich habe noch keine Krähbeine umgehauen. Aber du vielleicht. Ja, ein. Ich gehe mal kurz Hallo sagen. Ja, hallo. Ja, wer pullt, der tankt, ne? Ja, wer pullt, der tankt, das ist richtig. War es mir egal. Die brennen Ja. halt auch ganz gut, die Orks. Ja, das stimmt. Also verbrannte Orks möchte ich nicht gerne riechen, ehrlich gesagt. Ihhh. Ja. Also richtig verfault und dann auch brennen. Ja, den Ursprung der Orks, den kennst du ja, ne? Du hast das Silmarillion nicht gelesen. Ja, ich Aber kennst du ihn weiß. trotzdem? Also was das ursprünglich waren? Alben. Elben, ganz genau. Das waren mal Elben, obwohl sie gar nicht mehr danach aussehen. Nee. Ja, Aber die sagen sich war. du verwechselst sie jetzt mit Uruks, ne? Ja, mag sein, dass ich da wieder irgendwas verwechsel. Genau. Also wie ich das Silmarillion verstanden habe, sind das verstoßene Elben, die irgendwann unter die Erde gekrochen sind. Und dann als Ja, ich Orks muss wieder mir. rauskamen. Ja, ich muss mir jetzt echt mal das Silmarillion holen. Da oben ist noch ein Krabbein. Ach schon, Weil. tatsächlich, da ist einer. Das wird echt wichtig langsam. Ja, für die Geschichte von Mittelerde ist das unumgänglich, Ja, dass du den auf Inhalt jeden Fall. kennst. Genau.
Für eine Verfilmung wäre das einfach viel zu stark. Und das, ob, wenn einer das machen sollte, dann Peter logischerweise, aber ob er es dann wieder so gut machen könnte. Ich meine, die Hobbit-Verfilmungen waren okay. Nur, ich weiß halt nicht, ob er das Silmarillion so wie, ich sag mal, auf Herr-der-Ringe-Niveau bekommt, weißt du? Da habe ich eine andere Meinung zu. Also ich finde, den Hobbit hat er auch schon vergeigt. Leider. Okay. Er hat aus einem ganz kleinen Buch eine drei Folgen gemacht, das hätte er besser gelassen. Zwei hätten okay. völlig ausgereicht und das wäre schon viel gewesen. Es geht einfach nicht. Aber das ist dem Kommerz geschuldet halt immer. Ja? Weil drei Folgen halt einfach mehr einspielen als zwei Folgen. Und klar. Ich glaube, dass die Produzenten da ihre Finger drin hatten und gesagt haben, komm, jetzt mach mal drei draus. Der dritte hatte ja nun wirklich fast keine Handlung mehr. Da wurde ja nur noch gekloppt. Ja, das stimmt. Und von daher fand ich das halt ziemlich schade, dass sie es so gemacht haben. Und deswegen möchte ich auch nicht, dass das Silmarillion verfilmt. Es würde auch eher eine Serie werden als ein Film. Ja, mit mehreren Staffeln, weil so viel Inhalt drin ist, der sich über mehrere Jahrhunderte zieht. Das kannst du gar nicht. Kannst du eigentlich gar nicht verfilmen. Nee, das stimmt. Ja, aber wenn man mal darüber sprechen würde, was wahrscheinlich überhaupt nicht mehr stattfinden wird, dass wir jemals das Silmarillion im Kino oder auf dem TV sehen werden, ist sehr unwahrscheinlich. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Vielleicht kann man Auszüge dann, ich weiß nicht, wie es mit den Lizenzen ist vom Silmarillion, allein die Stadt Gondolin, die dort erwähnt wird, die ja ein tragender Bestandteil war der elbischen Gesellschaft, die verborgene Stadt, ne? Weißt du, was ich meine? Das allein die Geschichten, die sich darum ranken, was ja nachher auch bei Hurins Kinder erwähnt wird, oder die Kinder Hurins, das fände ich schon echt cool, wenn sie um Gondolin herum eine Story machen würden oder da einen Film drehen würden. Ja, aber da hattest du ja gerade schon gesagt, mit den Serien, da könnte man dann ja immer staffelnweise immer wieder andere Themen reinbringen. Das könnte man machen, ja, das würde gehen. Und die Schlacht von Beleriand und sowas alles, weißt du? Ja. Also da könnte man alles schön mit reinpacken. So, ich habe alle Augen. Das können wir schon deutlich besser sehen. Ja, stinkt so, dass die schnell abgeben, die Dinger. Ja, ich meine, hier oben war was zum Entdecken, oder? Nein, nicht was? Ja, gibt's. Ah ja, genau, Echad Zul, ja. Genau, war's schon. Aber hat man noch mal einen schönen Blick auf die Wetterspitze. Ja, den sowieso. Sonnenuntergang im Hintergrund, toll. Ah. Du meinst den Sonnenaufgang? Echt? Aber es war doch gerade Nacht. Ja. Ach so, ja. Gut mitgedacht. Ja, ich guck gerade mal, bei welchem Zeitcode das war, dass ich das nachher rausschneide. Kann ja wissen, dass ich Tag und Nacht nicht unterscheiden kann, vor allem morgen. Aufgang und Untergang. Ja. Aber dafür haben wir jetzt die kleinen Augen schon mal weg, weil das ist eine ziemlich lästige Aufgabe. Ja, so ist es. Und wenn ich dran denke, dass man noch, weiß nicht, 240 von den Viechern hauen muss. In der Tat. So. Ah nee, sogar nur 160. 160 und nochmal 160. Oder 80 und 160. 80, 160. Okay, dann ist das hier noch relativ human. Ja, aber das wird noch. Also, das ist die Taten, die noch kommen werden. Ja. Ich sag nur Rohan oder so. Ich weiß nicht, ob es in Gondor immer noch genauso schlimm ist. Ja, in Rohan ist es mittlerweile lockerer. Deshalb, weil du nicht mehr spezielle Tiere töten musst, sondern da heißt es halt dann nur wilde Tiere. Ach so. Ja, und da fallen dann alle drunter. So habe ich das verstanden. Ja, das ist auch bei Lothlorien und Düsterwald so. Da hast du auch die. Aber hier einzelne Spezies dann. Boah, ja, das stimmt schon. Aber. Jetzt müssen wir natürlich den Boten finden. Den wir eben getötet haben. Ja, der Kreistier. Da unten ist er. Nee, noch nicht. Das ist nur ein. Dann. Oh Gott, jetzt werden wir hier schon wieder verfolgt. Ich habe mich also auch in meiner Beoninger-Folge ewig danach tot gesucht. Ja, aber das ist eigentlich immer ziemlich easy. Der läuft hier unten oder läuft beim obigen Lager. Man muss einfach nur auf die. Da ist er. Man muss einfach nur auf die Punkte gucken, die sich bewegen. Und da ist immer der Bote bei. Das ist ja schlau. Ja, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass man so weit hier rüber muss, um den Boten zu finden. Deswegen bin ich auch 10 Minuten in der Gegend rumgelaufen und habe ihn gesucht. Ne? Das war das Problem. Früher hatte der hier oben, ich weiß nicht, ob das Lager immer noch als Detail da ist, aber früher hatte der hier oben sein Lager.
Und da war der halt immer dann dran befestigt, sag ich jetzt mal. Mit einem anderen. Also, ja, das ist hier sogar noch. Hier Okay, oben war der verstehe. meistens immer. Und da haben sie ihn jetzt so gemacht, ja, dass er sich einfach mal durch die Gegend bewegt. Ja, und wer schuld hier dieser Pestpfeil? Genau. So, Oh! bekannter Deglin. Jo. Brauche ich nicht. Kannst du haben. Bist du sowieso ein Schmied, ne? Allerdings brauche ich jetzt schon was Besseres als Ach, das, schon wieder der was. Bote. Hahaha. Ja, genau, er Nein! startet halt hier Mich vom oben. Pferd abgestiegen. Stirb! Und er startet halt hier oben beim Lager. Das kann man sich eigentlich immer gut merken, seine Route. Man kann sich seine So. Route gut merken. Ja. Gut. Oh. Nachher, Lalalala. was du Ja, immer wenn man seiner denkst. Route dann einen Namen gibt, ne? Ja. Gut, genug davon. Ich hätte auch Laufweg sagen können. Ja, aber das wäre nicht so lustig gewesen. Ja. So kann der Ist, du So. alter Sack. Guck mal, wir haben deine Was bin Orks ich dir? gekillt und das Zeug gebracht und ein Level up und jetzt musst du echt mal beikommen. Was kann ich für GZ. euch tun? Dankeschön. Ja, du holst sie andauernd für Schicksalspunkte hier die EP, ey. Ich mach das nicht. Was? Ja. Niemals. Doch. Sch, keiner sagt ihm, dass der Balken blau ist. Da, da, Was da, da, benötigt da. ihr? So, was sollen wir denn machen? Okay. Ach so, hier, Oberanführer Uzo, ich erinnere mich. Genau. Da hat er auch nochmal Befehle für uns. Und alle die Aufgaben, die er hat für uns, sind auch nochmal da. Aus welchem Grund hat er uns denn jetzt nicht weitergeholfen? Kandalith hat erfahren, dass die Orks einen Oberanführer namens Uzo haben, dessen Vernichtung würde den Orks einen gewaltigen Schlag versetzen. Ja, warum macht das nicht selber? Weil er immer noch nach Radagast Depp, ehrlich. sucht. Mann, 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 Mann. Wusstest du eigentlich von dem Endcontent im Breland? Endcontent, Endcontent, erzähl mal. Also, ja, das ist ewig her, das ist alt. Da ist eine Festung, die für Stufe 50 ist, im Breland. Aha. Noch nie gesehen? Bestimmt schon mal dran vorbeigelaufen, aber nicht bewusst registriert. Nein. Weil da gibt es auch nochmal zwei Dinge zu entdecken für uns. Aber Und, macht ja Sinn, ne? Also ja, im klar. Buch gibt es ja, in Herr der Ringe, gibt es ja auch im Breland nachher einen Endcontent, den die meisten nicht kennen. Oder später im Auenland, nicht im Breland. Ja gut, Breland her weiß ich das gar nicht, gerade Auenland. Na, Frodo geht doch zurück und dann haben die da Krieg. Ja, Weißt du es nicht mehr? genau, doch, doch. Ja. Also ist ja da auch Endcontent sozusagen, der Ja im gut. Film komplett ausgeblendet wurde. Ja, weil Schlangenzunge stirbt ja auch im Auenland hinterher und nicht wie im Film auf dem Turm von Orthanc. Bist du sicher, dass wir richtig reiten? Die sind doch hier hinten. Ja, ich weiß, aber ich wollte die Aber. Festung kurz zeigen. Ach so, du wolltest mir das zeigen. Alles klar. Außerdem sind da noch Aufgaben, ne? Und außerdem ist das lustig, dass ich jetzt mit dem Pfeil getroffen wurde. Oh, was zur Hölle. Wölfe! Ja, toll, ne? Hast du irgendwie Hundefutter mit oder sowas? Guck mal hier. Nee, mein Oh Hund liegt gerade Gott. wieder auf dem Bett. Vielleicht kann der die irgendwie mal gerade verscheuchen, aber der pennt gerade. Wecken möchte ich ihn jetzt nicht. Oh Gott, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen. Ja, nicht nur du. Nicht nur du. Genau, einmal der Wetterweg. Den haben wir einmal. Und hier oben sind Aufgaben. Die sind natürlich dann auch, also sind halt Aufgaben für die legendären Gegenstände. Ja. Ich guck grad mal. Pelz ist für den Handel. Ach ja, guck an, die sind sogar unser Level größtenteils noch. Ach, schau mal einer, guck. Hier bei Tal Salbeifurt, ist das nicht der Cousin von Will ich einen irgendjemandem? Augenblick mit euch sprechen? Salbeifurt hatten wir schon mal gehört und gehabt, Sanfte glaube ich. Wolfspelze. Aha. Guck mal Ja. an. Für Menschen von Bre. Das ist nur Ruferhöhung, ne? Das ist keine EP. Doch, ist auch EP. Okay. Mögen wir mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Genau, wir wollen unsere Waffen zurück. Uns am Distelbur. Bleibt einen Moment. Und hier hinten ist halt, da hinten kann man sie Will ich schon einen sehen. Augenblick mit euch Die sprechen? Ruine hier, der Halbork-Gesetzloser Was Stufe benötigt ihr? 55. Ich komme. Also sind nicht ohne. Ach ja, schau an. Ja, Feste Alagos. Ach, 55 Signatur sogar. Ja, genau. Das ist die komplette Boah. Festung. Das sind halt so Heftig. Wiederholaufgaben, weißt du, so Dailies.
Das war halt im Endcontent drin. Ich bin mir nicht mehr sicher, bei welchem, aber das war auf jeden Fall ein Endcontent drin, dass die es den neuen hinzugefügt haben, wovon ich nichts wusste. Gar nichts. Ich frage mich, warum sie die hier hingepackt haben. Keine Ahnung. Vielleicht war Bisschen das ja Zweifel. damals sinnvoll, ne, dass du das Ja, gut, für ich Moria glaube, oder das ist so. mal mit Moria dazu gekommen, ja. Ja. Super. Genau. Wir könnten ja Ich mal habe die einen Aufgabe. angreifen. Aha. Du Aha. könntest mal einen angreifen. Nee, ich habe jetzt die Aufgaben hier angenommen, ne? Also. Ja, na klar. Sehr gut. Wir haben ja nichts Und ich Besseres zu jetzt. tun. Ja, eben. Wir sind ja Die Aufgaben Helden. von Gandalf sind ja sowieso lächerlich. Ja, ich finde die eigentlich ziemlich. Ich finde die sind. Gut, wenn ich jetzt sage abwechslungsreich, dann lüge ich ja. Aber sie sind mal was anderes, sage ich es mal Die so. von Kandais? Ja, ich finde die eigentlich ganz chillig. Chillig, aha. Ja. Na Die gut. mache ich gerne, wenn ich im Buch 2 bin. Ja, dann Was machst du denn chillig. da, ey? Ich bring die alle um. Warum? Ja. Und stirbst fast. Was? Was für ein Unsinn. Jetzt habe ich die natürlich alle gezogen, dank dir. Ja, super. Ich heil mich derweil mal. Ja, ist das nicht toll? Ein Freund, ein guter Freund. Ja, komm, dann lauf du mal rein. Ich brauche ja noch eine Sache von beiden. Egal, töte sie trotzdem alle. Nee, nicht so wie in den südlichen Briefeldern, als wir da Ah, waren. Oder was? Ah, nee, den Langweiler. nördlichen Briefeldern mit den Wölfen. Ja. Gut, dann töte ich die halt alle. Wenn du Tu nicht das. willst. Ja, ich bekomme ja die Erfahrungspunkte, also. Ja, genau, stehst du neben dran und liest, alles klar. Und guckst zu, pfeifst dir einen. Ist noch Ja, Pfeifenkraut ich. dabei? Ja, klasse. Ah ja, alles klar. Bob, lass mich hier die Arbeit machen. Der alte Grammwold, ne? Pff. Der redet auch mit Büschen. Kann der hier auch die Wölfe alleine töten? Er raucht sich hier einen. Schön, schön. Was hast du denn Schönes dabei? Was für ein Tabak? Alter Tobi. Alter. Dobi. So, weiter. Okay, ja, hier müssten jetzt gleich uns auf dem Weg noch Räuber entgegenkommen und von dem bekommen wir die Waffen, wenn ich mich nicht Gibt's noch einen Tabak, täusche. der heißt Alter, deine Mutter? Oh Oh. ja, gut, flach. So, hier geht's jetzt schon Richtung Mückenwassermaure wieder. Das war Oder schon wollen wir nicht peinliches hin? Schweigen gerade, oder? So ein bisschen. Ja, wenn du da so einen Flachen bringst, dann ist Ja, das schon klar, Ottfried. dass es. Du musst trotzdem lachen. Ich bezahle dich dafür. Hast recht, aber das wollen wir doch nicht sagen. Stimmt, scheiße. Ja, Oh, zu fünf spät. Euro in die Schimpfwortkasse. Ja. So. Ja, die müssten das sein. Ja. Ich habe heute meiner Okay. Tochter beigebracht, dass sie, wenn sie den Drang hat, Armleuchter zu sagen, ja, dass sie dann immer Armleuchter sagen soll. Dann hat sie mich gefragt, was soll ich denn sagen, wenn ich normal verarscht sage? Sag ich, ja, sagst du eben verarmleuchtet. Ja, das tue ich jetzt auch immer. Genau. Hast du mich Verarmleuchtet. verarmleuchtet oder was? Das geht aber nicht. Ja, das ist nicht toll. Lernt man auch neue Wörter, die nicht im Duden stehen? Ja, verarmleuchtet. So. Kann da ist Bogen aufgenommen? Ich hab den Bogen raus. Haha. Ach, guck an. Und Orkbezwinger abgeschlossen. Ja, so schnell geht das. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier auch den Bogen von Kandaid bekommt. Ich hab den Bogen von Kandais. Du Ja, nicht. ich auch. Oh. Nachmacher. Dank dir. So, dann wollen wir mal die Aufgaben kurz abgeben. Müssen wir nicht hier noch Uzog Dings? Ja, aber da können wir doch gleich zurückreiten. Das ist ja wohl. Wo ist der jetzt? Der ist da. Also dein grüner Pfeil ist da hinten. Wo ist der? Da drüben. Ach du armleuchtest mich. Hör auf damit. Hä, ich bin doch. Ich hab doch gesagt, dass ich erst die Aufgaben abgebe. Ja, okay. Aber ich mich voll Hier verrede. reitet gerade so eine Horde Wölfe an mir vorbei. Hast du die gerade alle gezogen? Ja. Das ist so cool. Wie sie alle hier rumwatscheln. Lustig. Ja, So. so ist das. Ach, die Aufgaben. Ah Gott, ja. Welche denn sonst? Da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert, dass wir die gerade angenommen haben. Mein Gott, wer kommt da jetzt noch hinter mir her? Ein Wolf. Ja, ich seh's. Der hat dich besonders lieb.
Einer muss es ja tun. Wenn Genau. du das. Wenn du das nicht erledigst, so. Wie kann ich euch zu Diensten Bei mir sein? gibt es nur echte Gefühle, nicht dieses Geheuchelte, was du immer willst. Wie kann ich euch zu So. Diensten sein? Okay. Ich glaube, ich habe die noch nie auf YouTube gesehen, diese Aufgaben. Jetzt sind sie das erste Mal drauf. So proud. Wir wollen unsere Waffen zurück, steht hier noch. Was? Agis Bogen sollen wir besorgen noch? Hast du den noch nicht? Nee, 260 Meter zeigt er mir hier an. Nach da ist das die Aufgabe. Warte mal, ja. Dann gehe Okay, ich den mal eben ich. holen. Ja, Wo tu hast du den das. denn gekriegt? Ja, bei den Orks, die wir geplättet haben. Echt? Ja. Witzig. Du nicht? Nö. Ah. Bin aber ein bisschen komisch. Weil eigentlich Aua. müsstest du die auch bekommen haben. Okay, Also das kann alles. er zeigt mir das hier hinten an, wo ich jetzt gerade Ja. hinlaufe. Müsste da hinten noch eigentlich sein. Merkwürdig, merkwürdig, dass du das gelootet hast und ich nicht. Unten rennt dein Sumpflaufer dir hinterher. Ja. Ne, Laura. Laura, Entschuldigung. Ja, soll So. er mal. So, hoffentlich finde ich hier jetzt Orks. Da rechts müssten sie sein, ja. Auf der Karte Eigentlich. gucken. Also die Karte sagt, die sind Da hier über. vorne. Ah, da vorne ist ein Bogenschütze. Er wird wohl so ein Ding dabei haben. Ja, Bogen sowieso, der hat doch einen. So, zack, Bogen beschafft. Sehr Ja, gut. guck an. Das hat nur gefehlt. Ja. Muss man wirklich aufpassen? Ja, das Wie ein stimmt. Schießhund hier. Wenn wir jetzt einfach so weitergeritten und du. Ja, und ich hätte das nicht gehabt, ne? Genau. Wäre ärgerlich. Ja, die Schande, die überträgt sich ja auf die Familie dann und auf meine Kinder und Kindeskinder und ja. Ach, hast du nicht gesehen? Warum greift der jetzt mich an? Cheat schnell wegpack. Ja, glaube ich auch, Slash ey. Attack, Leerzeichen Ottwar. Funktioniert immer. Ja, Was klar. benötigt ihr? So, abgeschlossen. So. Da bringen wir mal Kandaith Bogen noch zurück. Und genießen hier diese wunderbare Stimmung. Finde ich echt Ja. toll. Das sieht ja richtig toll aus hier. Mal ganz kurz das Interface ausblenden. Ja, hervorragend. Und wenn Boah, man da hier hinten die so Wolken, ne? um uns drumrum schwenkt, dann siehst du auch wieder hinter uns die Sonne und wie die Sonne so durch uns durchscheint. Na? Ach, durch Siehst du die. das? Durch die Pferde durch. Heftig, ne? Also wenn du so auf uns drauf guckst, ne? Ja. Und die Sonne so hinter uns ist. Das ist schon echt geil gemacht. Ja. Sogar dein Umhang bewegt sich und die Sonne Ja, und die Sonne verlagert bewegt sich sich dann, die dadurch. Strahlen sind dann. Ich habe mal Anders. nachgeforscht, das nennt sich ja Gottesstrahlen, ne? Ja? Was man, ja, das nennt man wohl so. Auch wenn die Strahlen so durch die Wolken durch strahlen, hast du bestimmt schon gesehen, wenn der Himmel Ja. bewölkt ist und die Sonne dahinter ist, dann strahlt das ja auch so durch. Ja, das finde ich Na, ziemlich geil, dass du nennt das man immer. Gottesstrahlen wohl. Okay. So, Jetzt erstmal. müssen wir, bevor wir zu Kandaid reiten, die anderen beiden Aufgaben erledigen, weil wäre unnütz, wenn wir zu Kandaid reiten und dann nochmal zurück. Genau. Und dann nochmal zu Kandaid. Wäre ja ziemlich dumm. Irgendwie schon. Aber das machen wir ja nicht. Ja, genau. Ich ziehe mal wieder hier alle Wölfe mit. Na? Ja, lass uns aber vorher ganz kurz noch eine Pause Na? machen, bevor wir da hochreiten. Ja, dann lass das doch hier in diesen. Das sieht so lustig aus, wie die alle hinterher Hier reiten. in Gondrin hier Laufen. machen. Ja, machen wir. Wenn der Gelbfang Ja. sich dazu entschließt, dann dich in Ruhe zu lassen. Ich hoff's. Ah, können wir hier direkt vor dem Sonnenuntergang. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang, Untergang, Gott im Himmel. Ja. Okay. Mann, nimm das doch nicht so genau. Sonne ist Sonne. So, mein Lieber. Ja, liebe Freunde, das wäre dieser Part. Viel geschafft. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Für uns jetzt gleich, für euch in ein paar Tagen. So ist es. Ja, von mir ein Haut rein. Ciao, Leute, euer Gendor. Genau, und von mir auch danke fürs Zuschauen und danke für euren Daumen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.